Ja, guten Morgen, liebe Jugendfreunde. Es ist jetzt da gerade mein Wecker. 9 Uhr. Bitte da meine Zuckerrüben mit einem Fungizid gegen Blattflecken, Blattkrankheiten mit Avenir Pro. Zusätzlich spritze ich 8 Kilo Epsomicrotop die Hektare, 1 Liter Mantrap die Hektare und 1,5 Liter Flüssigdünger. Ja, weil da das immer so schwierig war dieses Jahr, muss ich da den Rüben ein bisschen nachhelfen. Und das Ziel ist es, in den abgehenden Tau zu spritzen heute Morgen, ja. Und ich sehe, der Tau ist eigentlich schon weg. Ich wollte ein bisschen zu spät, aber bevor die große Hitze kommt, muss das unbedingt gespritzt sein. Und morgen Abend soll ich in den Himmel hochschauen, also das ist die Veranstaltung. Warum sollte ich das jetzt machen? Warum sollte sich so etwas lohnen? Ja, das ist wieder mal der Perseidische Strom. Das sind ja so Spruchstücke von einem Komet, der da wieder in die Nähe kommt von uns. Und das gibt es hier langsam richtig Westen abzieht. Jetzt redest du davon. Richtig Osten, Entschuldigung. Richtig Osten, klar. Ich kann mich auch mal verwechseln, 180 Grad. Ja, ja. Jetzt redest du von einem Deckel Wolken und so. Dabei habe ich gemeint, es wird richtig gut das Wochenende. Ja gut, bei dir fährt das Wochenende natürlich haben wir schon Freitag ab. Nein, Mann, ist das schlimm. Am Wochenende, Samstag, Sonntag, viel Sonne, egal wo man hergeht in der Schweiz, Temperaturen zwischen 25 und 30. SRF Verkehrsinfo 9 Uhr 32, Zentralschweiz, da ist die A4 Richtung Zürich. Wie immer habe ich da die Geschwindigkeit abgespeichert, 6,5 Stundenkilometer. Ich drücke nur diesen Knopf und der Traktor beschleunigt auf diese Geschwindigkeit. Maisbalken über den Mais zum Wenden. Mais des Nachbarn. Und absenken. Und starten. Schön zum Fahren, null Wind. Das macht immer Freude, so spritzen. So, wie immer, Tank leer. Wasser reinspülen. Und dann entleere ich das noch auf dieser Länge. Gut, es ist jetzt Viertel vor 10. Und wenn es geht, werde ich nachher noch auf einen Rundöpfeinsatz machen, auf Getreide, Stoppelfeld, um da Unkraut zu bekämpfen, wenn der Wind nicht zunimmt. Man wird sehen.